Heißt das, man darf für religiöse Sachen nie Lohn verlangen? Darf ich kein Koran beibringen? Ich werde Schüler, ich werde Imam einer Moschee. Doch, die Gelehrten sind sich da, also wenn nicht einig, aber die allermeisten Gelehrten sagen, das ist kein Problem, dass du Geld bekommst für einen Beruf im religiösen Raum. Du wirst Koranlehrer, du wirst Arabischlehrer. Oder, also der Dozent an der Uni unterrichtet Fiqh und Aqid und Hadith, wieso darf er kein Geld dafür bekommen? Doch. Aber er macht es für Allah. Wie er macht es für Allah und bekommt Geld. Das bedeutet also, ausschlaggebend für die Auswahl des Jobs ist nicht, boah, davon kann ich mir 5 Häuser kaufen. Sondern, ich möchte zu Allah aufrufen, aber ich muss halt essen, trinken, so, ich bin ein Mensch. Wenn du das machst, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala deine Arbeit segnen. Wenn du aber denkst, die Religion ist eine Marktlücke und ich will Geld daraus nehmen und vermögend werden, also du machst es nicht für Allah, dich interessiert überhaupt nicht die Umma, wie geht es dieser Umma und geht es uns gut oder geht es uns schlecht. Und zum Beispiel gibt es in einigen Ländern, gab es wirklich. Da hieß es, das Ministerium hat erlaubt, Tahajjud zu beten. Oh ja, barakallahu fikum, ja, also das Ministerium das erlaubt, ja. Tahajjud im Ramadan, ja, zusätzlich zu Taraweeh. Da gab es auch einige Imame, die haben gesagt, das ist Überstunde, sind das? Überstunde. Versteht ihr? Darum geht es. Macht er das für Allah oder macht er das wegen dem Geld? Das ist ein Job. Es ist ein Job, also wird es nicht aufrichtig sein. Also wird die Rede nicht die Herzen berühren. Also erstens sei aufrichtig. Und nochmal, Aufrichtigkeit widerspricht nicht, dass du einen weltlichen Nutzen draus ziehst, wenn der weltliche Nutzen nicht dein Ziel war, sondern positiver Nebeneffekt. Das ist ausschlaggebend. Also nicht, dass jemand denkt, okay, wie einige Leute denken, ey, mach fi sabilillah. Ja, und spende du fi sabilillah. Sei du doch derjenige, der fi sabilillah was macht. Warum sollen nur die Leute fi sabilillah zum Beispiel deine Kinder unterrichten? Sag, guck mal, ich möchte, dass meine Kinder Alif Ba lernen. Okay. Wie viel? Wie, Astaghfirullah. Was? Wie viel? Wie, willst du ein Buchstab Koran mit? Ja, warum denn? Lebt er aus Luft, dieser? Und dann, Alhamdulillah, dann geht es ihm gut? Der muss doch auch von was leben. Er hätte auch Mathe und Physik unterrichten können. Aber er will eine Generation herstellen, also will er Koran beibringen. Sei du so großzügig und gib ihm. Mach du fi sabilillah. Spende du. Also die erste Bedingung für jeden Erzieher, Redner, Prediger, Aufklärer, nenne sie wie du willst, Ikhlas. Keine persönlichen Nutzen als Ziel. Nochmal, du bekommst Lob, das war nicht mein Ziel, ein positiver Nebeneffekt. Jemand respektiert dich umso mehr, ja. Gibt halt, mashallah, möge Allah sie reich belohnen, Menschen, die respektieren, zum Beispiel Imame, ja, und dann schenkt er ihm etwas, zum Beispiel, das ist jetzt keine Schleichwerbung, ja, also, aber es gibt solche Leute, so, ist das jetzt, widerspricht das jetzt den Ikhlas? Nee, wie weißt du, ob du ein Mukhlis bist, ein Aufrichtiger oder nicht? Lob und Tadel ist bei dir gleich. Du weißt, was haben die Mursalun gesagt? Rabbuna ya'lamu inna ilaykum la mursalun. Unser Herr weiß, wir sind entsandt. Also, ob wir was jetzt davon haben, nicht davon haben, das ändert nichts an der Sache. Aber wenn du etwas tust und du merkst, boah, die beschenken mich ja gar nicht. Hey, also keiner hat mir mal was gegeben. Ich höre lieber damit auf. Dann war das nicht für Allah. Mach es weiter, ob du was bekommst. Ob du nichts bekommst, mach es weiter.